Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück beim Borderlands Let's Play. Hier sind wir in Folge 6 wieder mit Kevin. Hallo. Und Robert. Hallo, ich muss mal kurz hier den Timer noch. So, Timer läuft, kann Timer losgehen. Läuft, einmal frei. Ich habe hier drinnen noch was Grünes gesehen. Was haben wir denn da? Kevin geht holen. Klebe, braucht jemand nicht. Klebegranaten? Warte, ich nehme mal mit. Ungefähr so wie Semtex funktionieren die. Ach, und schön, wie die hier alle in dem Kessel liegen. Das gefällt mir. Wir hoffen, ihr hattet die Woche Spaß. Und am Wochenende mit den Fallout-Folgen und den anderen. Jetzt geht's hier weiter auf Pandora. Ah, genau. Und falls ihr nur auf Borderlands gewartet habt, da sind wir wieder für euch. Um ich zu muss aber echt sagen, das Spiel bockt echt. Also, das. Und jetzt, seid ihr beide ein Level höher als ich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Weil du einfach ein Noob bist. Wie war das? Der einen Abschuss macht, hä? Also. Ja. Würde ich aber nicht, Gedanken also machen. Nicht nur, also es ist teilweise, ich hab's nicht ganz verstanden. Also lang ungefähr, sag ich mal, ein Niveau. Ja, das bleibt doch ungefähr immer gleich. Jetzt bin ich auch Level 8. Ich dürfte ja nicht so viel Vorsprung haben. Es kann auch sein, dass sich das aus irgendeinem Grund einfach mal total verschiebt. Dass oben plötzlich ich ein Level weiter bin oder sowas. So war es ja anfangs. Ja, das liegt daran, dass ich eine schlechte Feuerrate habe, dass ich die Kills nicht kriege. Ja, ja. Ich krieg halt jetzt immer, also die Feuerrate. Ich mache halt Damage die ganze Zeit, Deal aus, aber während ich nachladen muss, dann stoppt ihr halt mit euren Schnellschuss ab. Warte mal. Ist so ein bisschen das Problem. So, ich muss das mal eben skillen, wartet mal eben. Okay. Skille, auf was skillst du denn? Ich skille auf weniger Schaden, wenn ich aus meinem Facewalk rausgehe. Ah, okay. Na, also ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen auf Schadenresistenz, also ich habe jetzt meine maximale Lebensenergie immer hochgeskillt und jetzt als letztes mein Schild, also falls für die, die es halt nicht sehen, also alle außer ich. Mein Tablet ist abgestürzt. Cool. Wie war mit dran, Kevin? Teil uns mit, was dich interessiert. Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, ich find's interessant und dann hat die Ober dazu gequatscht. Okay. Jetzt weiß ich nicht. War bestimmt nicht so wichtig. Huch! Das denke ich auch. Ah! Ich hab mich. Also, okay. Nee, wir sind beide tot. Ich hab's. Aber. Kümmerst du dich um Kevin? Ich versuch mal gerade den Gag hier. Keine Pause. Nice, Mensch. Beruhigt euch doch mal. Aua. Oh, warte. Keine Option genossen, Mensch. Das ist doch weh. Aua. Wir kriegen ja gerade ordentlich aufs Fressbrett. Das sind aber auch einfach nur viele so. Ich weiß nicht, so ob wir einfach nur schlecht sind, Alter. Oder... Was da jetzt das Problem Kevin ist. Kevin, oh, Kevin! Also, hätten wir den einfach mal gelassen? Ich hab gar nicht gemerkt, dass du im Dings liegst, Kevin. Krieg deinen Arsch hoch! Wir müssen deinen Mitteilungsbedarf noch etwas steigern. So, dann nimm du mit, Kevin, hier, oder auch nicht. Ich brauch das alles nicht. Hauptsache, du hast dich wenigstens gelohnt. Du brauchst keine Ampullen. Da vorne waren keine Ampullen. Kevin? Ja, was ist denn? Das könnte dich interessieren. Ja, wobei, nee, eigentlich nicht. Sniper, aber das könnte. Das interessiert mich. Sorry, das muss ich nehmen. Sorry, das war so geil, das brauche ich. Was ist das? Nee, ich habe gerade einen Sniper gefunden, das macht mich an. Das macht ach, deswegen waren die an. Auch so viele, weil hier die Sniper waren oder haben wir auch so eine Ringeltüte. Ah shit, das ist für Level 13, deswegen, ich verstehe. Mich schon gewundert, Kevin, warum brauchst das so du geil hier ist. Ein Medikit oder so? Ich hab welche. Na okay. Dann nimm halt. Hast du eine besondere Pistole oder so? Die hat gerade so einen Faden hinter sich hergezogen, wie so ein Patronus. Meinst du mich? Ja, ja. Nee, immer auch die von Anfang an. Wie nimmt man das Medikit? Einfach draufklicken. Im Inventar auswählen, hätte ich jetzt gesagt. Dann ist es weg. Brauchst du noch eins? Wir müssen noch drei Klingenblumen finden. Brauchst du noch eins? Nee, Moment nicht. Gut. Aber bei dir noch so ein Ausrufezeichen blinkt. Ja, das lässt mal blinken. Ja. Solange das Schild oben ist, geht das mal noch. Wenn das Schild down ist, sollte man versuchen, in Deckung zu gehen. Aber ich muss sagen, das hat jetzt schon so ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad angezogen. Also so ganz einfach wie am Anfang ist nicht mehr. Na, da merkt man ja schon daran, dass wir verreckt sind, ne? Medikit gefunden! Ich halte Ruhe! Wo?
Jetzt. Ich glaube, jetzt kurz oder lang werde ich auch mal ein Sturmgewehr mitnehmen müssen. Also, das ist kein Zustand. Was ist hier los? Kommst du da rum oder brennst du hinter? Boah, früher oder später könnte mich mal jemand heilen, aber es ist halt alle tot. Warte. Ja, jetzt ja. Dann schieß weiter. Wollen wir mal nachladen. Hier ist was los, wenn ich. Aua, oder? Oh Mensch, der hat zerkaut mir immer meine schönen. Gesichtshälften. Hier ist ein riesiger! Das wird blöd! Hier ist ein dicker! Das guckt mich da so blöde an! Toll! Bin ich wieder tot! Hast du es gerade von alleine geschafft oder war das durch meinen Facewalk kennen? Das habe ich alleine geschafft. Jo, nein, tu mir nichts. Aua. Ich komme nicht zu dir durch. Ich komme jetzt. Was? Warte. Ich komme, Kevin. Ich komme. Ah, scheiße. Alter. Ich dachte, der Robot wäre wichtiger, weil der Robot eher tot war. Aber das Vieh soll noch fliegen. Jo, Hammer. Sehr schön. Gut, wollen wir mal kurz warten, bis Kevin hier ist? Ja, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, da hat sowieso nichts gedroppt. Da war ja nicht meine Waffe dabei. Das ist nur Muni. Auf Muni. Die SMG Muni, die nehme ich mir mal, weil die eh keinen anderen hat. Ja, ist richtig. Das ist auch SMG. Ich nehme mal die Medikits hier, ist eine Pistole, aber die ist auch nicht wirklich zu gebrauchen. Aber die macht viel Nahkampf-Damage, das ist gar nicht schlecht. Auch SMG. Hier ist was los, ey. Ah, ich bin schon fast wieder Level 9. Mir fehlen bloß noch 2,5 Balken ungefähr. Mir fehlen noch 2. Ja, okay, dann seid ihr wieder ein bisschen voraus. Ich brauche mal eine richtige Waffe. Also so ein Combat Rifle brauche ich wahrscheinlich über kurz oder lang doch noch. Willst du eins haben? Ich hab nur eins. Ja, wenn du noch eins übrig hast, würde ich eins nehmen. Hast du es jetzt schon gedroppt? Ah ja, das liegt da. Ich guck mir das mal eben an. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das hat halt nicht so viel Schaden, aber eine ganz moderate Feuerrate. Ah, ich probiere mich mal damit. So, besser als in der Hose. Nee, warte, wo ist Kevin? Warten wir noch auf Kevin hier. Ach so, stimmt. Ja, da muss ja das ganze Ding jetzt nochmal laufen. Sieht man Kevin auf der Karte? Ja, tatsächlich, man sieht ihn. Ah, da kommt er doch. Ist natürlich echt gerade ungünstig, weil da muss echt diesen ganzen Zipfel nochmal von vorne laufen. Und Robert geht ihm entgegen. Jetzt fehlt bloß noch. Ah, schade, jetzt haut er wieder ab. Hau ich dich! Hä? Alter! Willst du's mit mir aufnehmen? So, da ist aber Kevin! I'm back! Was war denn das? Ah, wir haben ein Duell. Ich hab ein Duell rausgefordert! Was war denn das? Ja, unfair! Hör auf! Ich hab dich zum Duell rausgefordert! Wenn wir uns gegenseitig weil du mich Nahkampf gemacht hast, ich bei dir Nahkampf! Wenn das ist, dann fordert man sich gegenseitig zum Duell raus. Das hat keine Nachteile, weil danach hast du ja deine Gesundheit wieder. Ne, eben nicht. Na, dann bist du dumm. Boah, hatte ich irgendwas über 100, jetzt habe ich nur noch 63. Ja, was willst du machen? Das Leben ist unfair und so. Machen wir weiter. Ich habe hier gerade einen interessanten Bug, immer wenn ich das erste Medikit nehme, regeneriert sich das wieder. Jetzt nicht mehr. Dann war es wahrscheinlich auch kein Bug. Was Feature. Also ich muss sagen, es ist doch ganz angenehm mit diesem Combat Rifle gerade. Da werde ich mich dann wohl doch kurz oder lang dafür begeistern. Was haben wir hier? Gib ihm! Halleluja! Was ist das? Die macht glaube ich hier Schockschaden. Die ist wieder, die ist schön und gut Schockschaden, aber die hat eine total räudige Genauigkeit. Bist du die mit, Kevin? Bist du jetzt ein Sniper? Ja. Oh. Ich hänge. Na, noch mehr, die immer versuchen von hier oben Platz zu machen. Eher wieder so ein Dicker kommt. Ja, der Dicke kommt über kurz so lang so wie. Ach, der ist aber schön. Ist der jetzt bei euch geplatzt durch meine Granate? Nee. Okay. Kleiner Lichtblick am Horizont. Okay, sind hier wieder alle nachgespawnt.
Haben wir jetzt alle? Ja, tatsächlich. Du hast die mal aufgesammelt. Ah! Aber wir sind stärker geworden. Durch die Quests. Aber ich glaube, Level 10 erreichen wir trotzdem dadurch noch. Ein bisschen selten. Ich weiß glaube ich nicht, ob man langsamer levelt oder ob wir einfach wirklich dämlich sind. Oder einfach nur dämlich. Das Gefühl habe ich nämlich auch. So, weiter geht's. Lauf ich richtig? Ja. Bam. Tralala und Trololo. Jo. Nachladen. Na, hier oben sind wieder noch Level 4. Naja, was soll's. Aber ziemlich fortschrittlich, das Game. Warum? Das ist fortschrittlich. Hier hinten sind Windmühlen, erneuerbare Energien. Das heißt bestimmt Windräder. Naja, Windräder. Ja, das ist ein Unterschied, da hat der Matze schon recht. Auch wenn ich nur für seine verbesserwisserische... Das heißt Verbesserung. Meine verbesserwisserische Art? Ja. Verbesserwisser? Hä? Meine verbesserwisserische Art. Ach, du wirst doch, was ich meine. Deine verbesserwisserische Art. Ja. Schön. So, jetzt geht's hier los. Jetzt hocke ich mich mal hier eben an den Automaten und verkaufe Krempel. Ich denke, das machen wir jetzt alle. Das mache ich mal auch. Mach jetzt mal einen VMP, einen Verkauf Matzes Plunder. Wenn es wieder ein besseres Schild gibt. Nee, gibt's nicht. Das Sniper, das kannst du eigentlich vergessen. Pistolen. Die Shotguns, dass ich hier mehrmals die gleiche Shotgun finde, das finde ich ein bisschen deprimierend, möchte ich. Oh, ich habe ein gutes Schild dabei. Warum sagt mir das denn keiner, Mensch? Das ist ja aber Wahnsinn. Du wirst es nicht bereuen. Zack. Jetzt habe ich auch endlich ein Schild über 80. Juhu. So, bereit, wenn ihr es seid. Jo. Bereit. Moment. Ich ja, grade, ich regeneriere Gesundheit. Ich weiß nicht, ob das ein Skill von mir ist oder ob das jedem so geht. Keine Ahnung. Also, ich hab nicht hingeguckt. Ich hab's jetzt bei mir auch noch nicht beobachten können. Also wirklich nur langsam, irgendwie ein Gesundheitspunkt eine Sekunde oder so. Aber es geht ums Prinzip. Wenn ich mal Gesundheit brauche, dann machen wir mal 5-6 Wochen lang nur Folgen, wo ich in der Gegend rumstehe. Ich hab jetzt sogar ein Schild mit 118 mir gekauft. Oh. Was, Kevin, das gab's bei mir nicht? Beim Kevin sitzt heute das Geld ganz schön locker, muss ich sagen. Ja, ich hatte nur 50 bis dahin. Okay, 50 ist echt ein bisschen wenig. Ah, ich hab dir vorhin eins angeboten, was besser ist. Du wolltest es nicht. Ich hatte eins mit. Ich hätte eins mit 70 geben können. Ich hab nicht gehört. Nee, du hast gesagt, nee, brauche ich nicht. Okay. Ah, das stimmt allerdings. Schön. So, wo müssen wir jetzt eigentlich abgeben? TK Baha. Warte mal. Müssen wir da hin? Ja, wir müssen tatsächlich zu TK. Na, dann machen wir das mal. Warte mal, die andere Quest haben wir nicht abgegeben mit diesen. Ach, das müssen wir bestimmt wir hier um. Wir müssen hier alles abgeben. Also es war schon richtig, dass wir wieder zurück sind nach was auch immer ist. Mensch, Robert, du siehst in dem Rot aus wie eine Diva. Ich hab ich gesucht. Bam! Ich glaub's nicht, du bist durch Höhlen voller Skankscheiße gewartet, damit ich im nächsten Jahr nicht verhungere. Das nenne ich Nachbarschaftshilfe, du sollst das hier haben. Nimm ein paar komm in ein paar Monaten wieder, dann koch ich dir meinen berühmten Klingenblumeneintopf. Lecker. Also ich habe ein cooles Sniper bekommen, ja, eigentlich ist es gar nicht so cool, weil es eine scheiß Zielgenauigkeit hat. Das ist bei den Snipers irgendwie allgemein so. Und eine schöne Shotgun, du. Noch eine Kerbe in meiner Fläche. Alles klar, das ist mein altes Bein. Sieht ein bisschen angekaut aus. Angekaut aus. Aber ich glaube, ich kann es reparieren. Danke, dass du es mir zurückgebracht hast. Kein Problem, Mensch. Dafür sind wir noch da. So, ich bin Level 9,5. Damit kann ich aber ganz gut leben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich bin auch fast Level 10. Das ist ja krass. So, warum sind sie überhaupt? Ich hab das schon geht mal noch ab. Wollt ihr noch schnell scalen? Eigentlich nicht, ich will erstmal, also schon, ja, aber ich will erstmal meine Waffen wechseln. Was setze ich denn jetzt mein Skill? Durch Nahkampfangriffe können Feinde verwirrt werden. Nee, das schaffe ich sowieso nicht. Steigert Schildkapazität, klingt jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich muss dann mal in aller Ruhe nur mal zwischendurch gucken, worauf ich hinarbeiten könnte.
Braucht jemand eine Granatenmod mit Explosivklebe? Ich hab die zweimal, ansonsten verkaufe ich sie. Nee, ich bin zufrieden mit meiner gerade. Muss mal Kevin fragen, was der für eine Granatenmod drin hat. Das meine... sieht man unterm Schild. Ja, ja, ich weiß. Achso, okay. Nee, ich, meine macht mehrere. Schaden 16. Meine 11. War willst du haben oder nicht? Nee, gerade nie, weil meine mehrere abfeuert gut. Anstatt eine. Wir geben jetzt noch die Quest ab, weil mein Handy hat gerade gerappelt und dann sind wir auch fertig für heute. Ah, ich fieh schon. Oh, endlich mal eine vernünftige Shotgun hier mit einer vernünftigen Feuerrate. Die macht auch Spaß. Hast du auch gerade TK's Wave? Ja. Ja, die ist nicht schlecht, muss ich mal sagen. Die macht so eine komische hier, die tut so komische blaue Schrotkügelchen abfeuern. Das sieht ja herzallerliebst aus. So. Ach, hier an dem Ding müssen wir die abgeben. Da schätze ich jetzt mal, ne? Genau. Ein Schild mit Kapazität 71. Nein, man kann es immer noch verkaufen. Mit Hilfe der Daten aus den drei Rekordern konntest du folgende Nachricht rekonstruieren. Ihr Faulpelze wollt euch Sledgemännern anschließen? Schön! Schlagt ein Lager ins Skeggully auf. Diese Firestoners werden sich in die Hosen machen. Es klang, als wäre dieser Sledge die eigentliche Bedrohung. Gut. Okay, dann haben wir jetzt nur noch die eine übrige Quest. Und ich darf dir eine frohe Kunde machen, Matze. Ich habe einen Raketenwerfer. Ja, ob das so eine frohe Kunde ist, das sehen wir mal noch, wenn es soweit ist. Hoffe ich mir auch jetzt gleich noch ein Upgrade dazu. Hier eine SMG, aber die ist nicht so der Burner. Noch eine SMG, die ist auch nicht so der Burner. Ah, ich brauche den dritten Waffenslot. Ich würde jetzt eigentlich nicht irgendwo... Ja, achso, verkaufen kann ich noch fix. Andererseits ist sie besser als meine. Die Sniper kann weg. Aber nicht von der Kapazität her, von daher egal. Okay, liebe Freunde. Ich weiß nicht, Robert Sis steht noch am Automaten, aber ich mache jetzt trotzdem einfach schon mal die Abmoderation, weil es ist ja nicht so schlimm, wenn du noch verkaufst, während wir hier reden. Ja. Gut, damit wäre es auch erledigt. Okay, wir hatten wieder jede Menge Spaß in der Folge. Wir haben jetzt in Folge 7, was machen wir da, liebe Freunde? Wir werden da versuchen, das Catch-a-Ride-System wieder in Gang zu kriegen. Und bis dahin wünschen wir euch wieder ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Macht's gut, bis nächsten Freitag. Ciao. Tschüss.